Willkommen zu New Times am Samstag und jetzt kommt erstmal das Intro. Einige von euch haben sicher von der Boeing gehört, die nach Peking geflogen ist. Angeblich soll das Flugzeug ja abgestürzt sein, aber an diesem Flugzeug wurde der Radar absichtlich wahrscheinlich ausgeschaltet und das Flugzeug ist eine andere Linie geflogen, als das Flugzeug fliegen musste. Komischerweise wurden noch keine Restteile oder irgendwas vom Flugzeug gefunden. Derzeit werden Terroristen nicht ausgeschlossen, aber was denkt ihr, was könnte das sein? Ist das jetzt einfach nur massiver Pech oder wurde das Ganze gar nicht abgeschaltet, damit das Radar empfangen wird? Schreibt es mir mal einfach mal in die Kommentare, ich würde es gerne wissen, weil ich halt gerne wissen würde. Und sollte ich irgendwie neue Infos davon haben, sage ich euch die in den nächsten News. Heute Samstag ist das letzte Stricksocken-Swagger-Konzert von YTT. Was mich echt gewundert hat bei dieser Tour, dass die echt alles durchgezogen haben, wie sie es gesagt haben. Und wie ich das auf Facebook und alles in der YTT-Fangruppe gelesen habe, soll das auch richtig krass gewesen sein. Am Anfang mit einer Leinwand, kein Playback, einfach alles richtig professionell. Und falls ihr nicht bei der Stricksocken-Swagger Tour gewesen seid, wird es sicher irgendwann noch eine andere Tour geben. Aber ihr könnt euch sicher irgendwo auch auf YouTube paar Videos von denen anschauen. YTT hat nämlich auf den Jungs-Kanal paar Videos vom Stricksocken-Swagger Tour hochgeladen. Und das Ganze nennt sich Tourbuch, wenn ich mich nicht gerade irre. Zu der Playlist vom Tourbuch findet ihr unten in der Videobeschreibung. So sieht's aus. Blavlog geht weiter. Der zweite Kanal von iBlali hat nun den Neustart versucht. iBlali war nämlich auf Blavlog lange Zeit inaktiv und jetzt versucht er den ganzen Kanal kräftig hochzupushen und öfteres mal Videos hochzuladen. Bei diesem Vlog-Kanal zeigt er nicht nur wirklich Vlogs, sondern er zeigt auch, was hinter iBlali und so wirklich steckt, wie der halt wirklich im Real Life und so alles ist. Und wenn ihr euch das mal geben wollt, ihr wisst, wo es ist. Die Lochis gehen mal wieder krass ab und das Video von denen hat schon fast 1,5 Millionen Videoaufrufe geknackt. Glaubt man, das ist ein neuer Rekord von den Lochis? Bin mir da gerade aber nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das ist das meistgeklickteste Video von denen in kürzester Zeit. Finde den Song richtig krass und das Video auch. Und die Kamera bei denen ist eine richtig Highcam. Das war schon wieder leider mit New Times. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben. Und Daumen kommt wieder zu den letzten News da runter, zu den vorletzten. Ihr wisst eigentlich alles Bescheid und ihr wisst, was ihr machen tun müsst. Ja. Hallo, klick jetzt. Wenn du willst, kannst du auch den unteren Knopf drücken. Klick jetzt mal bitte. Jetzt. Da unten oder da. Ach egal, ihr versteht es sowieso nicht. Ciao.